So, nach dieser wunderbaren musikalischen Einleitung möchte ich Eva Meitner, die Dirigentin und auch erfolgreiche YouTuberin, kann man sagen, mit Coco, dem Toy-Piano, in der Corona-Zeit auch bekannt geworden. Und Eva Meitner hat einfach unglaublich viel schon gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Gesprächszeit heute ausreicht, um überhaupt ja, alles irgendwie anzusprechen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass sie eben die Zeit sich nimmt. Und wollte ich kurz einleiten, auch die Chefdirigentin zurzeit in Hoyerswerda, im Symphonischen Orchester Hoyerswerda, und auch die künstlerische Leiterin des Freien Orchesters Leipzig. Aber das wird sie uns sicherlich alles gleich selbst kurz erzählen können. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt und freue mich wirklich. So, wo ist denn die Eva? Ah, Eva, ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe dich ja schon so ein bisschen angekündigt und bin wirklich sehr beeindruckt von deinem Lebenslauf. Und du hast ja im Grunde genommen, wie soll man sagen, ja, den absoluten Traumjob. Ne? Also irgendwie, ja, Dirigentin, ja, und dann als Frau. Und das hat meine ganz, 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 ganz große Bewunderung. Und das ist ja immer noch ein sehr männlich dominierter Beruf, würde ich mal sagen. Wie erlebst du das? Also wie ist das, wenn vor einem Frauenorchester dirigierst, sondern von einem gemischten, wo auch viele Herren in der Schöpfung da sitzen und erstmal irritiert sind, dass sie ja ein wunderbares weibliches Gegenüber da vorne haben. Und ist das schwierig, sich dort irgendwie so durchzusetzen, also autoritär gesehen? Also wie ist das? Wie hast du das erlebt? Ist das sehr unterschiedlich? Na, witzigerweise ist es so, also hallo erstmal, ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich, es ist total schön, dass ich hier sein darf, ich freue mich total. Und dann steigen wir gleich mal ein in die Materie. Witzigerweise ist es so, bei den Musikerinnen und Musikern, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Also wenn man vor ein Orchester tritt, dann macht man seinen Job und wenn man das gut macht, dann spielt das Geschlecht tatsächlich keine Rolle. Also ich habe das mehr so anders wahrgenommen, wo es wirklich eine Rolle spielt, ist, dass man da hinkommt, dass man dirigieren darf. Also sprich, die Leute, die entscheiden, wer dirigiert. Ja. Das ist eigentlich die Barriere, die man sozusagen überwinden muss. Und was ich ganz problematisch auch finde, ist, häufig ist das ja bei so Marketingstrategien irgendwie so, eine Dirigentin ist jetzt mittlerweile hip. Ja. Und dann hat man irgendwie so eine Gastdirigentin. Ganz häufig sind es Gastdirigentinnen. Genau. Und das ist dann die Ausnahmedirigentin und so. Richtig. Und mich stört das immens, weil für das Publikum ist es einfach noch nicht normal, dass eine Frau vorne steht. Hat aber auch damit zu tun, wie man das vermarktet, sage ich jetzt mal. Das ist richtig, aber es liegt natürlich auch daran, dass bei den Spitzenorchestern immer noch keine Frau als GMT ist. Ne? Also, das, also die Quote ist nach wie vor unverändert, glaube ich, seit 20 Jahren. Wir haben irgendwie so immer irgendwie 4 Chefdirigentinnen und das war's. Das wird nicht mehr, es wird nicht weniger. Und ich glaube, in Amerika ist es ja nochmal richtig krasser, weil jetzt ist Marion Alsop dort weggegangen. Ah ja, ist sie weggegangen. Und jetzt haben sie wieder lauter Männer. Ach, ja. Also ich meine, die hat jetzt auch irgendwie Jahrzehnte lang gekämpft für Gleichberechtigung. Und jetzt stehen wir da, wo wir irgendwie vorher auch standen. Also das ist schon echt traurig. Absolut. Und ich würde mir einfach wirklich einen Wandel wünschen, dass es mal 50-50 wäre. Das wäre echt schön. Aber glaubst du, ich meine, das ist ja ein sehr... Wie soll man sagen, also man übt ja eine gewisse Macht aus, ja, und deswegen ist es vielleicht, ich möchte jetzt nicht nur so nahe treten, aber für viele Männer irgendwie wahrscheinlich auch recht attraktiv, ne? So also da vorne, also es braucht ja schon ein gewisses Charisma, also nicht, dass das die Frauen nicht hätten, ne? Das meine ich nicht, aber eben so sich das auch auszusuchen, also sich das zuzutrauen. Also häufig man muss Spaß am Führen haben, sage ich mal. Also Kontakt zu Menschen, also das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Beruf so liebe. Also ich liebe es wirklich mit so vielen Menschen in Berührung zu sein, so viele Menschen zum Musizieren, also zum absoluten Musizieren irgendwie zu bekommen, nochmal irgendwie mehr aus einem Ensemble rauszukitzeln. Und natürlich darf man jetzt nicht irgendwie sich unwohl fühlen, wenn man einfach sagen soll, wo es lang geht.
Ne? Das Also ist richtig. Ja. ja, ich sag mal, Freude an einer Ja. Führungsposition, die muss man natürlich haben. Aber ich hatte mal irgendwann gehört, dass vor Jahrzehnten irgendeiner von den Wiener Philharmonikern sagte aus dem Orchester, ja, also wenn ich dann da an Frauenbeinen hochschauen muss, wenn da jemand als Dirigentin steht, also da sei er total kolossal irritiert und das ginge nicht. Also so diese konservative Haltung, die gibt es, glaube ich, schon zum Teil noch. Ne? Also ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ja, vielleicht wird es Naja, auch es ist. durchbrochen. Ich kann es nicht einschätzen. Naja, also wie gesagt, von den Musikerinnen und Musikern ist es eigentlich relativ selbstverständlich Ja. sogar, dass man da als Frau steht, aber beim Publikum, also man wird auch irgendwie anders beurteilt, ne? Ja. Also ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, weiß nicht, ob die Geschichte jetzt schon bekannt ist mittlerweile. Ich hatte ja bei einem Konzert, es war vor Jahren, mal ein Kleid an. Und dann kamen irgendwie alle auf mich zugestürmt, sowohl vom Orchester als auch Ja. vom Publikum und noch Monate später, wie toll das war. Also ohne das jetzt noch weiter auszuführen, aber also als Frau wird dann doch irgendwie noch mal anders geguckt. Was hat sie an? Absolut. Wie sind Ja. die Haare? Ja. Und bei einem Mann ist das, also da guckt man natürlich auch, dass das ein gepflegtes Erscheinungsbild ist, aber Ja, aber das wäre jetzt das. zum Beispiel der nächste Punkt gewesen. Es mir auch aufgefallen, es gibt ein sehr schönes Video, wo du im Abendkleid zu sehen bist. Da habe ich gedacht, das sieht man relativ selten, dass dann die Dirigentin wirklich ein Kleid trägt. Also häufig bemühen sich ja die Dirigentinnen tatsächlich dann doch auch so ein bisschen, naja, also durch den Hosenanzug, ne? Also so ein bisschen männlicher rüberzukommen. Ne? So, und ich finde es eigentlich im Gegenteil total schön, dass du da den Mut hattest, irgendwie halt dieses Abendkleid zu tragen. Also finde ich toll, ja. Na, ich finde ja auch, also so ein Kleid ist ja so ein typisch weibliches Attribut. Also das ist ja heutzutage auch so ein bisschen alles Ja, im Wandel, sage ich mal, richtig, ne? ja. Was sind schon weibliche und männliche Attribute? Aber klar, die Frauen versuchen meistens dadurch, dass es einfach so hart ist, reinzukommen, sehr souverän zu wirken. Und Souveränität wird in unserer Gesellschaft halt doch noch häufig mit männlichen Attributen konnotiert. Also wenn man besonders businesslike aussehen will, dann zieht man sich einen Hosenanzug an Genau. oder noch einen Frack oder irgendwie sowas, Ja. ja. Businesslike im Abendkleid Ja. ist eher so ein Genau. Kontrast und das würde ich gerne so ein bisschen diskutieren und auch eben dadurch aufbrechen, dass ich das ein bisschen anders mache, weil ob ich jetzt eine gute Musikerin bin und führen kann, hat eigentlich nichts damit zu tun, was ich Das sehe anhabe. ich auch so. Aber ich finde es ganz spannend, wenn man da solche Diskussionen Absolut. lostritt, weil dann wird einem einfach auch nochmal bewusst, was in unseren Köpfen so ist und was auch so ein Erscheinungsbild irgendwie mit einem macht, ne? Also es gibt auch Richtig. viele Frauen, gerade in Führungspositionen, die haben dann ganz kurze Haare Ja, ich weiß, oder ja. relativ kurze Richtig, Haare, ne? Weil das auch so richtig. was Straightes ist und Genau. so. Und naja, man kann doch auch sehr weiblich aussehen und straight sein. Also das Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es also ist deswegen eine ganz, sehr ganz toll. spannende Diskussion, ne? Und ich meine, auf der anderen Seite, wenn Frauen maskulin auftreten, ist das natürlich auch ein großes Zeichen von Emanzipation, wenn man bedenkt, dass die das lange nicht durften. Also diesen Aspekt hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber es war ja damals irgendwie auch eine Absolut, Revolution, ja. ne? Ich glaube, das waren die Löwinnen von Paris, wenn ich das richtig im Kopf habe, die hier irgendwie so Ja. ganz viele Haare hatten und eben in Hose unterwegs waren und eben nicht Stimmt. mehr mit Kleidern und auch diese Befreiung vom Korsett, das war ja damals wirklich irgendwie, Richtig, absolut. Aber jetzt ne? ist es ja eigentlich auch wieder ganz schön, wenn man, ne, also weil diese Phase hatten wir ja irgendwie, wenn man es immerhin, also vielleicht sind wir da schon wieder einen Schritt weiter, hoffentlich, Genau. dass man eben sagt, nein, ich habe lange Haare und ich habe auch ein Abendkleid an und dirigiere ein Orchester. Ne? Also das Ja, genau. find ich ganz, ganz toll. Es gab ja vor kurzem, ich glaube an Ostern wurde das ausgestrahlt, der Film Die Dirigentin. Ich weiß nicht, ob du den Habe ich gesehen, kennst, ja, ganz genau. toll. Und Hat das mir ist ja gut tatsächlich gefallen. auf einer wahren Geschichte begründet. Ich glaube, in den 20er Jahren hat diese Dirigentin, also die vorher natürlich noch keine Wahl, also aus der pianistischen Ecke kam und auch immer dirigieren wollte, in Holland geboren, dann emigriert, glaube ich, in die USA und durch die Eltern und hat es dann eben sehr schwer gehabt, diese Laufbahn anzutreten, zumal es in 20er Jahren eben überhaupt nicht ja, üblich war, beziehungsweise eigentlich auch verpönt war, als Frau da am Pult zu stehen. Ne? Also, und hatte tatsächlich, glaube ich, dann in Berlin bei den Philharmonikern auch ein Debütkonzert. Ne? Also muss mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Aber ja, und das ist unglaublich. Und im Abspann kam dann eben auch, dass es eben einfach nach wie vor heute keine Frauen bei Spitzenorchestern in der Führungsposition gibt. Ne? Also kein KMD. Ne? Und
Ja, müssen wir dran Also ich arbeiten. meine, ich mache wirklich eine Flasche Sekt auf, wenn wir endlich mal eine Frau bei den Berliner Oder? Philharmonikern haben. Und zwar nicht als Ja, Gastdirigentin, ehrlich. sondern wirklich als Chefin. Oder hier am Gewandhaus, wenn das mal eine Frau macht. Also einfach diese Top-Position, die Ja. Leuchttürme. Ja. Oh, das ist, da fragt man sich wirklich, was braucht ihr denn eigentlich noch? Es gibt so viele gute Dirigentinnen. Das ist richtig. Also wir haben die Masse, wir haben die Klasse. Aber, oh, also. Ja. Aber wie überall, ne? Das zieht sich ja durch sämtliche Bereiche Genau. gesellschaftlich. Aber ich glaube, bei der Klassik ist es besonders Es ist ja heftig. selbst auch bei den Pianisten. Also ich habe irgendwie mich, oder das wollte ich eigentlich nicht mal fragen, woran es eigentlich liegt, dass es wenig Frauen über 40 gibt, die noch solistisch irgendwie aktiv sind, vor allen Dingen deutsche Frauen. Also da es wird sehr dünn. Also es gibt schon ein paar Russinnen und so weiter, die noch spielen, aber woran liegt das? Also Männer gibt es mehr und es ist wirklich nur die Frage, naja, also die gründen dann irgendwann noch eine Familie oder glaubst du das? Ich glaube es eigentlich nicht. Also es ist nur Nee, ich daran glaube es liegt. nicht. Also ich denke wirklich, es ist dieses, dass man das denen nicht zutraut, Ja. weil es ist ja auch eine Kette, ne? Also wenn Genau. man eine Spitzenposition kriegt, dann kriegt man die nächste Spitzenposition und die kommen überhaupt nicht erst Richtig, ja. auf diese Sprungbretter drauf. Also die kriegen dann da, wie gesagt, ihr Gastdirigat oder bei Pianistinnen eben, die dürfen mal ein Solokonzert spielen und dann sagt man, so hast du gekriegt, gut war's. Ja, Schön. richtig, So. Und richtig. dann geht es nicht weiter. Und bei Genau. Männern, das ist dann so eine Kette. Und Ja. wenn man aber diese richtig großen Dinger überhaupt nie kriegt, dann hat man gar keine Chance. Und was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist auch, ich sehe so wenig, wie du es gerade sagtest, ältere Frauen. Ja. Also wenn man als Frau irgendwo reinkommt, dann wird man gerne so, also soll man jung sein und man soll gut aussehen. Und dann Frauen mit 50, da kenne ich relativ wenig, die irgendwie noch richtig gut dabei sind. Das ist das, was ich meine. Es kostet natürlich auch viel Kraft. Das ist also gerade, Aber ist es ne, wirklich kenne die ich. Kraft oder ist es einfach so, dass man sagt, ach nee, die ist nicht mehr so schön? Also, Das ist eine gute Frage. das ist die gute Das Frage, ist eine ne? sehr gute Weil, also Frage, ich ja. meine, diese Frauen, die irgendwie jung und erfolgreich waren, die Ja. sind doch später nicht irgendwie schlechter. Und Ja, vor bei allen Dingen ist. Männern setzt ja häufig dann auch sowas ein, die haben dann so einen Reifungsprozess und dann wird das so vermarktet, als das Richtig. ist jetzt hier der total gereifte Mann. Aber bei den Damen wird sich dann zum Beispiel bei Violinistinnen, habe ich schon alles gehört, dass, ja, also die Oberarme sind ja auch nicht mehr so, ne, wie sie mal waren. Ja, und Und irgendwie da denke ich ist die immer so, Luft mein Gott, raus und spielt so. göttlich, aber es wird halt über die, ne, also die Oberarme irgendwie Mir fällt diskutiert. spontan nur Martha Argerich ein. Ja. Das ist irgendwie so, ne, bei Pianistinnen, das ist irgendwie so eine. Und ich finde es auch schön, dass sie sich auch nicht irgendwie jung macht. Ja. Also man sieht, das ist Ja. eine eigentlich alte Frau, ne? Ja. Aber nicht, ich meine das jetzt nicht Nein, nein, abwertend, nein, nein, sondern ich habe ich finde dich das irgendwie verstanden. Genau. so, ja, das Ja. ist so ein richtiges Vorbild. Und Ja. bei Dirigentinnen, es gibt ein paar, also Simone Young ist noch Ja. unterwegs und Maren Alsop ist noch unterwegs. Ja, aber die anderen sind ja auch nicht irgendwie weg. Also ansonsten, wenn ich an Richtig, Dirigentinnen ja. denke, dann ist häufig dieses Bild so eine junge, hübsche Stardirigentin. Ja, Aber ist richtig. ich kenne überhaupt keine weißhaarige Dirigentin. Mir fällt keine ein. Ja. Ist, Kennst du eine? mein, nein. Oder kennen Sie eine? Weiß gar nicht, sind Liegt Sie oder natürlich jetzt Sie? auch ein bisschen an der Generation. Vielleicht kommt es dann irgendwann, weil es dann auch üblicher sein wird, dass es vielleicht Dirigentinnen gibt. Bei Pianisten, also, wobei also Pianistinnen früher tatsächlich so eine Elly Nye existierte oder eine Annie Fischer und so weiter, wie sie alle heißen. Und jetzt auch nicht besonders. Also heute würden die wahrscheinlich optisch erstmal durchfallen. Ne? Wenn wir sagen, also, ne? Also das hat aber damals irgendwie nicht diese Relevanz gehabt. Also es ist schon so eine Tendenz. Dass das alles zusammen harmonieren muss. Ne? Also muss Na, ich gut habe auch sein, muss gut irgendwo. aussehen und das. Na, ich habe so einen Opernblock irgendwo mal gesehen und das fand ich so ein bisschen erschreckend, weil ich meine, also heutzutage möchte man ja irgendwie auch meinen, dass wir weiter sind, aber es gibt wirklich viele Sängerinnen, die Bodyshaming erfahren. Also so jemand wie Montserrat Caballé wird es wahrscheinlich heutzutage überhaupt nicht schaffen Das in ist das, unserer was ich angeblich meine. so Ja, diversen Welt. ja, ja, ja. Ja, Und ich das ist kenne das richtig. auch aus meinem Umfeld, da kenne ich eine oder zwei Sängerinnen, glaube ich sogar, wo der Lehrer gesagt, oder ein Mann war auch dabei, genau, wo der Lehrer gesagt hat, das musst du erst mal abnehmen. Ja, So wird das nicht. Boah, das, aber ja, so hart ist ich habe das, das ne? Also ehrlich gesagt wirklich auch aufs schon, Äußere reduziert, aber auch bei Männern, dass man sagt, oh, na, 10 Kilo zu viel, ja, ich habe Junge. das auch erlebt bei einem Meisterkurs damals in Hamburg, ich nenne jetzt auch bewusst den Namen nicht, aber ganz berühmte Sängerin, die einen Kurs gab und dann gab es eben ein paar Sängerinnen, junge Sängerinnen und eine wirklich eine fantastische Sopranistin, die wog halt einfach zu viel und dann
ja, also isst wohl zu viel Pasta und du passt ja nie in eine Hosenrolle. Und also geh erstmal nach Hause und nimm ab. Ne? Also habe ich nicht gedacht. Und dann vor alle versammelter Mannschaft, da saßen dann viele, viele Leute. Ne? Und da habe ich gedacht, das ist, also was man da sich anhören muss, ist schon wirklich hart. Ne? Also, naja, gut. Ja, bei dem Opernblock, da habe ich mir gemerkt, da war das Zitat irgendwie schöne Stimme im falschen Körper oder Ja, so. ganz Wo schlimm. man denkt, sag mal, So, was ja, ist das denn? der Wahnsinn. Ja, was ich ja noch unbedingt ansprechen möchte, du kümmerst dich ja auch um die Werke von Komponistinnen, ja? Das finde ich irgendwie auch ganz bemerkenswert. Und wo beginnt das? Wo haben diese Frauen angefangen? Schon in der Barockzeit ist da irgendwas bekannt? Wie ist das? Was hast du da gefunden in deiner Recherche? Naja, das ist ja das Erschreckende eigentlich durch die ganze Musikgeschichte hindurch. Also auch bei alter Musik gibt es ganz, ganz viele Frauen. Also gerade wenn ich so nach Italien Ja. gucke, in den Alte Musik, du Klöstern. meinst jetzt Das wird dann Barock gerne so ein oder? bisschen Ja. abgewertet als, das waren halt komponierende Nonnen. Ja, aber es waren Ja, komponierende Nonnen. ja, Und ich habe ja, mir mal ja. diese Vokalwerke angeguckt. Das ist richtig gut gemacht. Naja, und das ist eben mein Anliegen. Also, dass man diese Frauen und ihre Werke und ihre Schaffenskraft einfach sichtbar macht. Weil ich habe mich wirklich erschrocken, als ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Und das war dann auch mein Einstieg, dass ich dachte, es gibt halt nichts. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und mir fiel wirklich die Kinnlade runter. Also, erstens, wie viel es gibt, die Masse, Ja. aber auch die Qualität. Und dass ich im Prinzip zwei Studiengänge absolviert hatte. Also ich habe lange studiert und ich habe an der Musikschule keine Komponistin gemacht. Ich habe in der Schule nie was von einer Frau gehört, dass es die gibt. Allenfalls mal Clara Schumann, aber da habe ich auch nie genau. ein Werk gehört. Das war nur der Name Richtig. fiel. Ja Ja. gut, okay. Und dann zwei Studiengänge, da habe ich immer nur Werke von Männern gespielt. Auch Opernrepertoire, da hatte ich mich mal länger mit auseinandergesetzt. Da hieß es so Standardrepertoire, das sehr, sehr umfangreich ist. Das war auch alles nur von Männern. Und ich habe dann, also das war dann auch so mein Schlüsselerlebnis. Und dann habe ich mal geguckt, gibt es eigentlich auch Werke von Frauen? Und habe dann auf YouTube ganz spontan Amy Beach Gallic Symphony gefunden, habe dann weiter recherchiert und gesehen, okay, also symphonisch gibt es wahnsinnig viel. Und dann dachte ich, naja, gibt es dann vielleicht auch eine Oper? Es gibt 500. Und ich habe mir die Liste ausgedruckt, Wahnsinn. weil ich das nicht glauben konnte, dass es 500 sind. Und man von 500 nicht eine hört. Und also Das selbst, gibt's gar nicht, also ne? Ja. rein statistisch, wenn es 500 sind, dann muss irgendeine gut sein. Das ist überhaupt nicht, also schon allein aus Wahrscheinlichkeitsgründen. Und dann habe ich mir Ethel Smyth angehört, The Wreckers. Und also es gibt einfach keinen Grund, warum man sich das nicht anhören sollte und warum es nicht auch zum Standardrepertoire gehören sollte. Und mein Ansinnen wäre eben nicht, dass man den Kanon irgendwie einschränkt, sondern erweitert. Ja, Also man kann die genau. Männer, die man bisher gespielt hat, gerne weiterspielen, das ist ja auch super, aber einfach noch Frauen mit dazu und zwar nicht einmal als Sonderkonzert Das und das dann stimmt. auch irgendwie so exquisit vermarktet, sondern wirklich als Standardrepertoire und wegen mir kann es gerne in der Musikschule losgehen. Ja. Also, weil auch die Schwierigkeitsgrade, das ist Aber vielleicht bunt liegt es auch gemischt. am mangelnden Wissen, die Ja, irgendwie auch klar. gibt, ne? Also ich meine, es ist halt überhaupt nicht üblich, nicht praktiziert, also woher soll es kommen? Es ist ein Aufwand zu recherchieren. Mit Also es Sicherheit, wird wäre ja nicht so manchmal auch einfach. gerne den Intendanten böse unterstellt, dass Ja. man irgendwie sagt, oh, die haben was gegen Frauen. Nee, nicht unbedingt, weil Nein, ich glaube habe ich auch ja auch nicht. zwei Studiengänge hinter mir und ich wusste überhaupt nicht, dass es was gibt. Und dann habe ich das natürlich auch nicht gespielt. Und Ja. was man nicht kennt, das spielt man nicht. Richtig. Ja, und vor allem, So es ist ja einfach gar ist nicht so das. einfach, überhaupt an die Werke zu kommen und irgendwie auch das zu entdecken. Also Das das, ist eben der nächste ne? Punkt. Also Genau. dadurch, dass es relativ unbekannt ist, hat man nur Probleme. Es Ja. gibt ganz wenig Biografien, die Forschung steckt in den Kinderschuhen und eben richtigerweise, wie Sie gerade sagen, an die Werke kommt man nicht ran. Entweder es ist nicht verlegt oder es wurde mal verlegt, aber es gab keine Neuauflage. Und also ich kriege das ja selber mit, wenn ich was spielen will, was für ein Theater das immer ist, da irgendwie an die Noten zu kommen. Richtig. Ach ja, Ja, der Herr der Delorme, Herr das ist Delorme ja ist auch schön. dabei, ja. Freut uns. Genau, ist toll. Genau. Der hat auch richtig schöne Stücke für Kinderklavier komponiert. Ja, genau. Das ist ja, auch ne, ein weiterer Punkt, sehr beeindruckend. Hast du eigentlich Coco da im Hintergrund irgendwie, also das kleine Tollpiano, oder kannst du das zeigen? Ich hab Moment, Ja, wenn nicht, dass man Moment. sich mal vorstellen kann, was das genau bedeutet. Weil viele haben das vielleicht noch Das nicht kleine gesehen. Rote, Das kleine hoppsa, Rote, das ist so entzückend. Ich das bin ganz kleine Rote. neidisch. Ja, toll. Ne? Mein Großartig. Baby. Vor allem ist es ja gar nicht so einfach, glaube ich, ne, da drauf zu spielen, oder? Ja.
Vor allem mit deiner, es ist ja bewundernswert, deine Sitzposition da vorne. Es ist ja wirklich alles ausgeklügelt, ne? Und ich bin ja ein großer Mensch, ne? Ja. Also ich bin ja so 1,78 Ja, groß und das das ist jetzt Instrument ist nicht dein, klein, ja. aber ich habe zum Glück sehr feine und lange Finger. Ja. Das kommt mir da sehr zugute, weil die Tasten sind zum Teil auch so. Aber wie bist du darauf gekommen? Ausgerechnet irgendwie auf so ein Tor-Piano. Hattest du das vorher schon Ja. und hat dich einfach so angelacht und dachte auch in Corona-Zeit, ja, oder wie kam das? Naja, also wir haben ja oder ich spiele ja auch im Duett mit einer Hornistin Ja. zusammen. Und ich bin auch ein großer Michael Jackson-Fan. Und dann war Music Park, die Musikmesse. Und dann hatte ich so vorgeschlagen, ach komm, wir machen so Michael Jackson-Arrangements. Und zwar für Horn und Harmonium. Also eine etwas abgefahrene Kombination, aber richtig cool. Und Absolut. dann gibt es ein Stück von Michael Jackson, das hat so als Intro, Little Susie ist das, eine Spielzeuguhr. Und dann dachte ich, das wäre eigentlich total schön. Also dieses Arrangement ist total, ich finde das sowieso ein sehr interessantes Stück, weil viele wissen gar nicht, dass Michael Jackson ja klassische Musik in seinen Songs drin hatte. Und bei Little Susie ist es so, das beginnt eben mit dieser Spielzeuguhr-Intro. Dann kommt ein Stück Durufle-Requiem, und zwar richtig original. Und dann gibt es eine Überleitung und dann kommt eben dieses Lied. Und das wollte ich eben nachmachen und dachte dann so, also einfach nur, man muss doch diesen Klang dieser Spielzeuguhr irgendwie erzeugen können. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht mit einem Xylophon, so Ja. Kinderxylophon oder sonst irgendwas. Und dann habe ich eben recherchiert und bin dann eben auf Toy Piano gekommen und habe mich Krass. sofort verliebt. Ja, das Und dann habe verstehe ich mir ich. mein erstes Toy Piano gekauft und das ist dann leider so wie bei Schuhen. Also Ja, man hat so das bestimmt noch ein braunes, erste. ne? Das habe ich auch noch mal zwischenzeitlich gesehen da irgendwie. Genau, also Ja. dieses kleine, Ja. was ist das? Musikus war das, Ach. so ganz, ja. Da kannte ich mich auch noch gar nicht aus, was eigentlich schön klingt und so. Und dann habe ich eben das Erinnert gehabt ja, und das hat. ja zum Teil ein bisschen an Celesta, ne? Also Ja, so, ganz genau. oder? Und die haben ja auch verschiedene Klangfarben. Also dieses erste, das ja, hatte eben auch nur zwei Oktaven. Da ist man relativ dann beschränkt. Dann habe ich mir noch das kleine Korg gekauft. Das ist dieses kleine schwarze, Ja, digitale. ja. So, und dann bin ich so ein bisschen in die Materie eingestiegen und habe dann eben festgestellt, dass Michel Sonn diese französischen Spielzeugklaviere irgendwie so die Stradivari unter den Toy-Pianos sind. Und dann Ah. auf eBay gab es zufälligerweise so ein kleineres, das habe ich mir gleich gekrallt. Ja. Und dann kurze Zeit später, da hatte ich einfach Glück, eben das, was ich jetzt eigentlich ganz oft spiele, Ja. dieses größere mit drei Oktaven, habe ich mir dann auch gleich geholt. Und dann habe ich eben noch dieses kleine Kawai hier gesehen. Und ich glaube, jetzt habe ich es. Also Toll. jetzt Wie viel fünf hast du jetzt? Toy-Pianos. Wie viel? Fünf? Ich Ja. habe jetzt fünf, genau. Das Das reicht jetzt, Wahnsinn. glaube ich, erstmal, aber Und mal schauen. nur kurz zur Erläuterung, also du hast dann irgendwie begonnen, im Grunde genommen jeden Tag etwas aufzuführen, ne? Ein Video einzustellen auf YouTube und dann einen kurzen Ausschnitt dann auf Instagram gesetzt. Und ja, also es ist sagenhaft und vor allen Dingen, es ist auch ein unglaublicher Aufwand, ne? Also jeden Tag so ein Video abzudrehen und nicht locker zu lassen. Und wenn man mal gerade keine Lust hat, muss man trotzdem was machen und sich vor allen Dingen auch Ja. immer zu überlegen, ne? Was spiele ich heute oder was singe Ja, ich dazu, beziehungsweise mit ne? Lust hat es gar nicht so viel zu tun, aber also das ist auch der Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen entzerrt habe. Also die Kokos 1 Ja. bis 406, das war Ja. wirklich jeden Tag. Wahnsinn. Ja. Und das war schon krass, weil das war ja immer üben. Man muss das ja, also Ja, erst Literatur suchen. klar. Ich habe den ganzen Tag wirklich nichts anders gemacht. Also Glaube Literatur ich. Ja. recherchieren, üben, einspielen. Und dann hatte ich auch so Tage, das gibt es manchmal, da ist man irgendwie nicht gut drauf, hatte so Ja, als Idee, natürlich. ich spiele das und das Stück heute ein. Dann habe ich das 2 Stunden probiert, habe mir die Ergebnisse angehört, habe gesagt, das stelle ich auf gar keinen Fall so rein. Ja. Das gefällt mir so nicht. Ich will das schön spielen. Also nochmal 2 Stunden ein anderes Stück eingespielt. Dann hat mir das auch nicht gefallen. Und Klar, dann dann ist der eben auf Tag ein rum, ne? drittes Stück geswitcht. Das ist dann so. Also aber das war irgendwie auch eine total interessante Erfahrung, weil jeder Tag hat irgendwie sein Stück und man konnte auch so auf die Stimmung des Tages reagieren, sage ich mal. Manchmal ist man ja so ein bisschen melancholisch, manchmal ist man total fröhlich, auch auf die Erlebnisse oder auf das, was, ja, ich sag mal, was so das Tagesgeschehen war. Also das war schon interessant. Also ich fand das eine total spannende Und Erfahrung, wie haben die jeden Tag Leute was zu darauf machen. reagiert? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Man muss sich ja auch erstmal an den Klang Ja. gewöhnen Aber und ich habe die irgendwie mitgenommen, ja, glaube ich. Und zum Teil gab toll. es hier dann auch Wünsche oder Anregungen. Also ich habe auch viel von meiner Community, sage ich mal, gelernt. Ja. Einfach an Literatur. Also ich habe sowieso dieses Jahr wahnsinnig viel Musik einfach gelernt.
Denn als ich mit Coco angefangen habe, also ich hatte ja so irgendwie als Hintergrundplan, dass man irgendwann mal ein Konzert mit Toy-Piano machen könnte. So, und dann kam diese Krise und dann dachte ich, ja gut, irgendwie geht sowieso gerade nichts. Das war so relativ spontan. Dann dachte ich, ach komm, ich spiele jetzt einfach jeden Tag ein kleines Stück. Und habe das Projekt auch völlig unterschätzt, weil man denkt ja erstmal so, ja, eine Minute irgendwas hochladen, mein Gott. Naja, aber wenn es einem wirklich gefallen soll und wenn das dann wirklich irgendwann mal so, ja, wenn man so die 100 Tage hat, dann ist das kräftemäßig schon ganz schön Allerdings, ja. heftig, sage ich mal. Auf der anderen Seite hat mir das aber auch sehr geholfen, weil ich habe ja mitgekriegt bei Kolleginnen und Kollegen, die ja massive Ausfälle hatten, dass die dann richtig auch in ein Loch fielen. Und das Natürlich. Loch hatte ich Ja, nicht, weil ich hatte jeden toll. Tag mein kleines Projekt. Und ich habe das sowohl gemacht für die Leute in meiner Umgebung als auch für mich selber, weil ich bin jeden Morgen aufgestanden und es war nicht so dieses, oh Gott, wie soll nur alles werden, sondern was spiele ich denn heute Schönes? Worauf habe ich denn Lust? Aber es ist auch Und das sehr ist auch sowas, kreativ, da. ne? Alleine dieser Name, ne? Na, und auch im Corona-Konzert normalen Coco, also Konzertbetrieb, ist so toll. läuft das ja nicht. Also Ja. man sagt ja auch nicht, ich spiele heute ein Konzert und ich sage euch nicht was, sondern da gibt es ganz klar eine Konzertankündigung und dann hält man sich da auch dran. Und so, also das ist ja auch immer so ein kleines Überraschungsei, ne? So, Ja, was gibt es denn heute und worauf, bestimmt, ja, bestimmt. wie ist es denn so? Ja. Was springt mich denn an? Und du hast nach wie vor auch Lust daran, also Spaß dran. Ja, habe Ja, ich habe es nur ein bisschen entzerrt, ja ist einfach klar. weil, also also kräftemäßig Ja, schafft man das ja. einfach nicht auf Dauer jeden Tag. Zweimal die Woche, das glaube ich, sieht gut aus. Und ich habe mir eben auch als Ziel gesetzt, das jetzt einfach nochmal auf ein anderes, auf eine andere Qualität oder eine andere Qualität da jetzt reinzustecken. Also Aber du hast es wirklich ja nochmal geschafft, sieben. irgendwie Stipendien zu bekommen und also Genau. es Also ist ich habe davon ja großartig, ne? richtig gelebt, ne? Also Ja, toll. bei mir sind ja auch alle Konzerte weggebrochen und ich habe tatsächlich Coco wirklich als Standbein Super, etabliert. Also ich habe super. erst eine Soforthilfe vom Musikrat, vom Sächsischen Musikrat gewonnen, dann eben ein Stipendium vom Land Sachsen, dann ein Stipendium vom Bund. Und in den Zeiten, wo ich kein Stipendium hatte, habe ich Spenden bekommen. Also es war auch nicht Toll. so, weil manche irgendwie dann auch irgendwie, die wussten nicht, was das für ein Projekt ist. Dann habe ich so Nachrichten gekriegt, ich spiele hier gratis und so. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe nicht gratis gespielt, sondern es ist tatsächlich, hat mir sehr geholfen, finanziell zu überleben. Super. Aber es kommt Und halt auch ich nicht von möchte diese ungefähr, Säule ne? gerne beibehalten. Ja. Also sowohl, weil ich das Projekt sehr schätze und liebe, als auch, weil es wirklich eine regelmäßige Einnahmequelle für mich geworden ist. Und ich glaube, es ist wirklich, also so Klassik mal ganz anders, weil diese Miniaturen, die ich zum Beispiel spiele, die könnte man ja in einem Konzert überhaupt nie spielen. Und da ist zum Beispiel Instagram oder Twitter genau die richtige Das Plattform. ist richtig, ja, das Und auch stimmt. so dieses jeden Tag ein bisschen Klassik. Es Ja, macht das Ganze so ein bisschen toll, ja, richtig. alltagstauglich. Und Juliane Haberg hat das so schön Classic to go genannt. Ja, Klassik. Das ist eigentlich schön, ne? Ja, Also, sehr ich meine, schön. 2 Minuten hat man und dann hört man halt so, In der ja, keine Ahnung, ein To-Go-Gesellschaft, bisschen Amy Beach. ja. Und kann auch Stücke kennenlernen, die man so sonst nie hören würde. Ist klasse, wirklich. Aber ich meine, es kommt ja auch nicht von ungefähr. Man muss schon kreativ sein, um sich auch sowas einfallen zu lassen. Das Aber ich klingt jetzt liebe das. alles so Also ich bin einfach. ja, also Aber Kreativität ist ja mein Ding. ja, aber ne, das braucht Zeit und eben nicht depressiv in der Ecke zu hängen und sich selbst zu bedauern. Ne? Und was ich ein Stück weit auch natürlich verstehen kann, dass manche Kollegen wirklich total Ich am finde Ende das auch sind. legitim. Das eben finde ich auch. Und aber man muss halt irgendwann aus dieser Phase wieder raus. Ne? Und irgendwie dann zu sagen, so, was fange ich jetzt an? Und genau. Also wirklich Naja, ganz, und ich ganz habe dann toll. auch gesagt, ich weiß nicht genau, für was diese Krise gut ist, aber ich möchte was Gutes draus machen. Also ich bin sowieso so ein großer Freund von, was das Leben einem so bietet, da das Beste draus machen. Ja, Weil ich glaube, auf jeden Fall. so fährt man sehr gut und es ist sehr gesund für einen selber, anstatt sich zu bedauern, was man alles nicht hat. Also, na, wenn man damit anfängt, so klar, andere Leute haben berühmte Eltern oder Ja haben gut, ein das nützt niemandem Riesennetzwerk was, ne? Ja, oder nee. sind reich oder keine Ahnung was oder haben mit 4 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Das habe ich nicht. Ich habe mit 16 angefangen, viel zu spät, wie mir alle bestätigt haben. Gut, okay. Aber ich glaube,
Ja, das ist Aus das dir ist Beste für trotzdem was uns alle. geworden, nicht wahr? Ja, Ja, es muss man naja. einfach mal so sagen. Ja, also natürlich. Ja, Ich bitte. bin jetzt keine hochvirtuose Pianistin, das weiß ich auch. Also ich würde es niemals schaffen, ein Rachmaninow-Klavierkonzert zu spielen. Und zwar in diesem ganzen Leben nicht. Das macht aber gar nichts. Also ich Genau. bewundere das, Ja. wenn andere Kolleginnen das können. Das ist total Naja, aber du super. stehst am Pult, du hast den Überblick über große symphonische Werke. Also ich meine, bitte dich, ne? Ja. Also das, Naja, aber ich meine, ja, also also. dafür haben aber eben zum Beispiel die großen Star-Pianisten, also Martha Argerich hätte wahrscheinlich eben keinen Bock, so eine kleine Miniatur zu spielen. Und das mache ich aber sehr gerne und eben auch mit sehr viel Hingabe. Und deswegen habe ich schon auch meinen Platz in dieser Genau, Welt, ja. auch wenn ich jetzt eben nicht das virtuose Zeug runternudel. Und ich meine, ich spiele dann eben auch Repertoire, was nicht so gespielt wird. Ne? Und irgendjemand muss das ja auch machen, Wie ist es für denn, mich. Also. genau, wie ist es denn im Orchester? Da bestimmst du ja auch wahrscheinlich die Werke. Und also in Hoyerswerda ist es ja ein gemischtes Orchester, es ist kein reines Frauenorchester, nicht? Genau, in Hoyerswerda ist es ein gemischtes Orchester. Da guckt auch gerade der Bernd Henkel zu, ne? Lady Laika. Ah ja. Genau, das ist Kontrabass aus dem Orchester. Und ja, in Hoyerswerda, da bestimmen wir gemeinschaftlich das Ja, Programm, ne? Also okay. Vorstand und ich. Also natürlich mache ich immer Vorschläge, aber dadurch, dass es eben auch ein Laienorchester ist, muss man immer gucken. Da muss man ja verschiedene Parameter einfach im Blick behalten. Also die Schwierigkeit des Werks, dann auch wie passt das Gesamtprogramm zusammen. Ja. Dann auch manchmal, was wollen die spielen? Es gibt ja auch Vorschläge. Ne? Also es ist im Prinzip wirklich so Teamwork bei der Programmzusammenstellung. Beim freien Orchester, also bei meinem freien Orchester mit den Frauen, da schlage ich in der Regel immer einfach das Programm vor, weil ich bin ja auch die Expertin. Wir spielen ja Ja, Komponistinnen. richtig. Ich bin drin, das Ja. ist mein Ding und Was ich noch ganz interessant fand, war der Gedanke, du sagtest, du möchtest auch im Grunde genommen erreichen, dass man auch wegkommt von diesem Denken, es gibt so bestimmte Orchesterinstrumente, die werden grundsätzlich nur von Männern gespielt. Ne? Und genau. so wie die Tuba und es gibt ja ein paar, ne? Schlagwerk, Genau. ja, Richtig. Und das Übliche, das ist ne? schon auch echt beeindruckend, ne? Also wenn es dann komplett Frauen sind, also und ne, die dann eben auch viel können und ja. Und deswegen hast du auch bewusst, um so ein bisschen dem zu entgehen, auch dem Angriff, sage ich jetzt mal, also im, glaube ich, neutralen Namen gewählt, ne? Also eben dieses freie Genau. Orchester, ne? Ja, Genau. beziehungsweise auch da so ein bisschen die Überraschungsbox. Wenn man Ja. Freies Orchester Leipzig hört, dann Denkt man sieht, nicht also dann unbedingt geht man an einfach so Frauen. ins Ja, Konzert und denkt, ja. das ist halt ein Orchester. Ne? Und dass man dann einfach so direkt damit konfrontiert ist. Und eigentlich sollte es ja auch das Normalste der Welt sein, sage ich mal. Ne? Und dann sitzen da halt lauter Frauen Ja, und wie und eine ist die Dirigentin Atmosphäre und vielen untereinander? Komponistinnen. Ja, und die Atmosphäre untereinander unter den Frauen. Ich meine, Frauen, also können ja auch durchaus mal so ein bisschen stutenbissig sein, ne? Also es ist ja auch nicht Bei uns immer, aber ne? nicht. Nee, toll, Also das haben super. auch alle gesagt, deswegen haben wir uns dann ja auch entschlossen, das Projekt fortzuführen. Also wir haben uns ja 2018 gegründet, eigentlich als wirklich Projektorchester für das Lichtfest. Und das war aber so ein harmonisches Miteinander und auch so ein ganz anderes Arbeiten. Also witzigerweise Toll. fühlt man sich da irgendwie viel, sehr geschützt. Also es ist so eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre, finde ich. Also mit sehr viel Ernsthaftigkeit und natürlich auch ja, mit künstlerischen Standards, ne? Also Ja. man möchte Qualität liefern und hat auch Ehrgeiz, aber es ist trotzdem irgendwie eine sehr angenehme Atmosphäre. So, also das war irgendwie unglaublich rund und harmonisch. Toll. Wann nehmt ihr denn Ja. eure Arbeit wieder auf? Also ist das schon abzusehen oder habt ihr das schon? Oder? Also ich habe jetzt mal für den Moment gesagt, oder ich finde es grundsätzlich wichtig, dass man verlässlich plant. Also ich halte Richtig. überhaupt nichts davon, von diesem, was ja irgendwie so ringsum gerade passiert. Man Genau. setzt irgendwie Konzerttermine Genau. an und dann steckt man wahnsinnig viel Arbeit rein und dann werden die abgesagt. Und deswegen warte ich jetzt so lange, bis man wieder verlässlich planen kann. Weil ich glaube, jetzt momentan ist wirklich einfach die Zeit der Kammermusik. Da stehen die Chancen groß, dass man was machen kann. Aber mit Aber größeren selbst da, ne, Projekten, ist es schon, also ja, ist, und das das ist muss man einfach sich auch so selbst viel erlegen, ne? Aufwand. Ja. Also wir sind ja Freie und dann das Nächste, was mir natürlich am Herzen liegt, das sind ja Profimusikerinnen und ich möchte, dass die anständig bezahlt werden. Und was man jetzt gerade irgendwie auch sieht, dass ganz viele Musiker, Musikerinnen irgendwie
zwei Konzerte zum Preis von einem spielen. Ja. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sich das etabliert und ich Genau. finde, dann ist es klüger zu sagen, wir pausieren, bevor man hier irgendwie aus der pur Not raus einfach irgendwas irgendwo spielt, weil sonst, was haben wir Jahre gekämpft, damit die Gagen nach oben gehen Genau, und wir jetzt ist, machen aber uns jetzt kann ich alles nur bestätigen, kaputt. ne? Und es kommt dann auch, ja, dann spielen sie noch zwei Abende hintereinander, aber die Gage bleibt, ne, gleich. Ne? Ich dachte auch, Ja, und dann ja. gab es ja auch, So, es ist Wahnsinn, ne? Ja. ja, Ja. ach Mensch, wie heißt sie nochmal? Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ah, in Halle, die ganz berühmte Pianistin, die irgendwie fünf Goldberg-Variationen Ragnar nacheinander gespielt Schirmer. hat. Ja, Ja. genau. Also bewundernswerte Leistung, aber ist das gut für uns, wenn sich die Leute daran gewöhnen, dass man einfach fünfmal eine Goldberg-Variation hintereinander wegspielen kann? Das ist doch kein Standard und das ist auch nicht erstrebenswert und das ist auch gar nicht gut. Sehe ich auch so, ja, absolut. Man ist nach einer durch. Ja. Also, weil sonst, das mindert ja auch irgendwie unsere, uns, die Genau. Wahrnehmung oder die Würdigung unserer Leistung. Also, wenn Aber man irgendwie das sagt, bin ich auch so ja, ob eine man jetzt drei Tendenz. oder vier Konzerte spielt, völlig wurscht, wir sind doch Ja. gar nicht in der Fabrik. Aber ich sehe das auch so momentan so ein bisschen so kritisch, auch bei den ganzen Social Media Geschichten. Also man macht halt da sein Ding auf und dann wird einem ja alles entgegengespült, ne? Und dann Ausschnitt hier von London Symphony und dies und jenes und so Klassik ist so, oh ja, das hat überhaupt keinen Wert in dem Sinne, also weil der Rahmen nicht stimmt. Also und das finde ich schwierig. Also ich meine, dass man mal klar so einen Teaser setzt und sagt hier, ne, da gibt es was Tolles demnächst. Aber es wird alles so irgendwie, ich weiß nicht, also diese Tendenz gefällt mir gerade nicht. Du weißt, was ich Ja. meine, ne? So, weil es ist ja etwas sehr Wertvolles und Wertiges und dass das immer einen geeigneten Rahmen auch hat, ne? Also ich nicht meine, dass man da konservativ denken soll, sondern einfach auch den Musiker wertschätzt als solchen, dass er da nochmal eben diesen Rahmen hat und nicht einfach da irgendwas umsonst wieder hochspült, ne? Und das finde ich, da muss man ein bisschen aufpassen, denke ich. So. Genau. Naja, und dann, ich habe da auch irgendwie vor kurzem gelesen, dann gab es da so Gagenanfragen auch für 15 Minuten und dann wurde gefragt, und was kriege ich dafür? Ja, nix, weil das so kurz ist. Wo man sich so denkt, ja, aber was Wahnsinn, glaubst denn du, wie viel ich für 15 Minuten üben muss? Also auch ich mit meinen kleinen Kokos, was ich für 1 bis 2 Minuten Musik oder manchmal sind es nur 30 Sekunden, bis das schön ist, was ich da üben muss. Also das ist irgendwie schwierig, finde ich, jetzt sehe ich auch gerade. so. Also sehe ich auch so. Und was mir so ein bisschen, ich weiß nicht, womit ich gerade so ganz wenig anfangen kann, ist, es gibt hier ganz viele von diesen Übesessions. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil es gibt noch mal, es flutet noch mal den Markt mit Musik, mit halbwertigen Dingen irgendwie. Ist richtig. Und das, was unsere Arbeit hier irgendwie so wertvoll macht, ist im Prinzip, ne, man übt so für sich und dann präsentiert man eben diesen Edelstein so. Ist richtig. Ich kann das ganz schwer beschreiben, weil, also ich meine, Ja. klar, es ist schon irgendwie auch schön, sicherlich auch für Nichtmusiker mal diesen Prozess mitzuerleben, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass man sich so, ja, ein bisschen dran gewöhnt an dieses Halbfertige. Ja, ist wirklich berechtigt. Ja, Also, und das. ich könnte das gar nicht, glaube ich. Also, jetzt einfach so, deswegen mache ich auch keine Livestreams. Ich habe eine ganz große Abneigung gegen Livestreams, weil ich finde, wenn ich was ins Netz stelle, dann ich tue wirklich, was ich kann. Und ich meine, klar, bei meinen Kokos, irgendwas ist irgendwie immer und man ist nie Das ist zufrieden. normal, Das ja. ist einfach so. Aber Kennen wir ich alle. denke mir, also da habe ich dann auch jetzt mittlerweile eine große Güte mir selbst Sehr gegenüber gut. entwickelt, dass ich mir denke, okay, ich höre auch, dass der Ton irgendwie Ja, nicht so ganz ja. doll ist. Aber Ja, eine Ich habe Angriffsfläche mein Bestes bietet man getan immer, und ich ne? habe mich Ja. wirklich bemüht, das so schön wie möglich zu spielen. Und das ist ein Gesamtergebnis, was ich hier präsentiere. Also ich spiele wirklich, es heißt nicht umsonst Coco Corona Concerts. Ich spiele ein Richtig. kleines Konzert und ich tue bei diesem kleinen Konzert wirklich, was ich kann und mache das so schön, wie ich kann. Und ich habe so ein bisschen wirklich die Sorge, dass das weggeht, wenn man ständig immer nur so was ja, Angeknabbertes da reinstellt und Bestimmt. ist eh egal, so Ja, nach dem das Motto. ist das, was ich meine. Oder dass da irgendwas hochgespielt wird, ne? So, und ach ja, dann ist es mal nur so 30 Sekunden wieder und irgendwie verpufft. Und das ist das, was ich, genau, also da Genau. bin ich Naja, da vollkommen sind wir, bei glaube dir. ich, uns sehr Ja, einig auch, ne? absolut, ja. Ne? Ja, wir könnten ja jetzt noch so viel sprechen. Das Problem ist, dass wir ja schon 20 vor 6 jetzt haben. Ne? Ach echt? Ja, Oh, ja, das ging ja ja, wie im ja, Flug ja. Ja, jetzt. es klingt wie im Flug. Wir hätten, glaube ich, auch noch sehr, sehr, sehr viele Themen. Und ja, aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir das hier
zustande gebracht haben. Und ja, ich dich ja letztendlich auch über Social Media, hier Instagram, überhaupt erst kennengelernt habe und bin da sehr, sehr das dankbar. Finde ich auch richtig toll. Das war ja auch über Goethe-MoMA, glaube genau, ich. Genau, richtig. Und das ist ja eh der Salon irgendwie. Ja, also das liebe ich auch so sehr. Ja, ich also, auch. Das ist ein digitales Format. Und da geht es auch wirklich um Inhalte. Ja. Also das ist ja auch der große Vorwurf, der immer in Social Media gemacht wird, das sei so inhaltsleer. Und das kann ich eben gar nicht bestätigen. Social Media ist das, was man draus macht. Richtig, genau. So einfach ist das. Und wenn man Niveau auf Qualität setzt. Und trotzdem spielerisch leicht. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und um die bestimmten Gruppierungen oder in den bestimmten Gruppierungen Salons, da treffen sich eben auch die Leute, die wirklich gleichgesinnt sind. Das stimmt. Also ich meine, wer guckt sich Goethe-MoMA an? Das ist so ein ganz besonderer Menschenschlag. Oder auch hier, die Classic Talks. Ja. Oder auch Coco. Das sind eben Kulturliebhaber, die das absolut gucken. Ja, und da kann man dann, denke ich, auch viel machen. Ne? Und gerade ja, und so wächst man einfach zusammen. Ja, ne? Ja. Egal, das, wo man das ist. Das ist auch bei Goethe eben live ist. Ne? Also ich finde diesen Live-Moment, das ist nicht so. Und man kann es auch nachgucken? Genau, richtig. Ne? Also insofern auf jeden Fall, genau. Und Coco ist auch dabei. Also ich finde es ganz toll. Ja, Eva, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei dir und für deine Zeit und ich werde es alles weiter verfolgen mit Coco und natürlich mit dir sowieso. Ich hoffe auch, dass wir uns persönlich mal irgendwann kennenlernen. Oh, das wäre so schön, Alexandra. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Und ja, und ich möchte irgendwie auch nochmal auf meinen nächsten Classic Talk verweisen. Der wird aber wahrscheinlich erst im August stattfinden und ist dann mit einem Tonmeister, der, mit dem ich auch befreundet bin, ganz, ganz toller Mensch, Bernd Handke. Und wenn irgendwie so über allerlei, was eben das Tonmeister-Dasein betrifft, erzählen, besprechen. Und ja, das wird es sein. Dann gibt es dann danach noch eine Sängerin und also ein buntes, schönes Programm und vor uns. Und dann habe ich auch noch einen Dirigenten aus Argentinien, der über Tango sprechen wird und ganz zugeschaltet wird. Ja, also das sind so die nächsten Vorhaben. Und ja, hoffe, dass ihr alle da draußen dabei seid und mich sehr, sehr gefreut. Oder eben nachgucken, ne, wenn man keine Zeit hat. Das genau, genau. Nachgucken kann man auch. Auch auf YouTube gibt es es. Und ja, der DeLorco war ja auch letztes Mal dabei. Mich auch total gefreut. Ja, ne, Eva, also dir alles, alles Liebe und Gute. Ne, und ja, ebenso. Grüß den Osten für mich. Ich mag ihn ja sehr. Und ich habe da irgendwie einfach unglaublich positive Erlebnisse verzeichnen können, sozusagen. Und mochte ja, und auch in Köthen, ich habe da mal gespielt. Es war einfach traumhaft. Also ich mochte die Menschen dort. Vor Ort immer und habe da sehr, sehr gute Erinnerungen und hoffe, dass ich da bald mal wieder hin darf. Genau. Also, Eva. Also, herzliche Einladung, ne? Wenn du dagegen bist, komm vorbei. Genau. Ne? Also, ganz lieben Dank. Machen wir vielleicht mal ein Insta-Live einfach zusammen. Ne? Das wäre auch toll. Genau. Also, ganz lieben Dank und danke dir. Bis bald, ne? Eva. Ja, bis ganz bald. Ja? Tschüss.